Dankeschön. Wir sind zwei Reporter aus Leidenschaft. Genau. Und stehen jetzt hier vor der Mühle. Eine Frage an dich. Ich habe gesehen, dass ein 24-jähriger junger Mann hier beim Trompusprechen, also du hast es geschafft, dass selbst blutjunges Publikum hierher kommt nach Darmstadt, um diese alte, wirklich 30 Jahre alte Sendung zu sehen. Also das ist dein Verdienst. Was sagst du dazu? Naja, ist schon rührend. Also es zeigt natürlich, das ist natürlich die übernächste Generation. Also ich vermute, dass die Eltern das auch gemocht haben und dann wahrscheinlich mit den Kindern immer Trombusch geguckt haben. Und gut, woran liegt das? Ich meine, über viele Serien, die man heute aus den 80ern und 90ern anguckt, ist die Zeit gegangen. Also ich habe zwei Münchner in Hamburg immer sehr geliebt. Ich habe neulich wollte ich einen Rewatch, wie man so schön sagt, machen. Und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Geschichten haben mich nicht mehr begeistert. Und das ist bei den Trombuschs anders. Die Geschichten sind immer noch aktuell, weil einfach super Drehbücher, brillante Schauspieler und schöne Bilder vereint sind. Es macht einfach Spaß. Und ich glaube, dass sich das Publikum sehnt nach guten Geschichten mit guten Schauspielern. Und das ist das Erfolgsgeheimnis der Trombuschs. Ich glaube, die kann man auch in 50 Jahren noch gucken, weil die Themen so geschrieben sind, dass sie immer aktuell sind. Von daher haben wir noch einige Jahre vor uns. Ich habe am Anfang so Ausschnitte immer nur gesehen, so die ganze Serie habe ich erst im Nachhinein gesehen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, okay, ich muss dann doch mal von Anfang bis Ende durchgucken. Ja, ich habe sie schon bestimmt mehr als 10 Mal am Stück gesehen und zwischendurch guckt man immer mal eine Folge oder guckt mal immer ein bisschen rein. Also auch wenn viel Dramatisches dazwischen war, es hat doch immer irgendwie etwas Gemütliches gehabt und die Familie hat am Ende immer zusammengehalten und ich glaube, das geht heute auch so ein bisschen verloren. So. Also die Themen sind zwar alle noch aktuell, aber dass eine Familie zusammenhält und über alle Schattenseiten hinweg alles übersteht, das ist heutzutage, glaube ich, eher eine Ausnahme. Doch eigentlich denkt man jeden Tag irgendwie an die Serie. Entweder haut man im Alltag irgendein Zitat raus, der gerade in die Lebenssituation passt. Oder es ist auch so, dann geht man irgendwo hin und dann denkt man so, ach, das sieht so schön nach 80er Jahre aus, das könnte wie bei Trombusch gewesen sein. Also es gibt doch viele Situationen, wo man dran denkt und ja, vieles passt auch heute noch einfach so. Das ist, Julia hat zum Beispiel eine Nachbarin, da sagen wir mal aus Spaß, Oma Trombusch. Nein. Ganz liebe Person, aber dadurch, dass sie Klavier spielt oder so, es ist so ein bisschen Oma Trombusch. Oder ja, ich hatte mal eine Kundin, die war so ein bisschen hochnäsig, da habe ich gesagt, wie Frau Werbelhoff und so. Also es passt dann doch so ein bisschen oft im Alltag mit rein. Herzlich willkommen in meiner Trombusch-Ecke. Vielen tut der Verfall der Mühle sehr leid. Aber für mich ist die Mühle trotzdem noch ein magischer Ort. Viel mehr als für dich. Für mich nicht. Genau, für mich ist es wie, als ob ich nach Hause komme. Diese Straße, das Tor, ich finde es einfach toll hier. Es ist trotzdem halt sehr schade, diesen Anblick jetzt zu sehen irgendwo, weil man immer noch diese wunderschöne Mühle im Kopf hat. Das ist der Mittelpunkt der Trombusch-Serie und hier kann man sich so richtig zurückentsinnen, wie es war. Genau so die Zehen und alles. Und so was ist eine Erinnerung, die bleibt. Als ich zum Drehen hier hinkam, da bin ich hier durchtransportiert worden am Morgen und fuhr durch dieses Tor, was mir aus dem Fernsehen bekannt war, und kam in diesen Innenhof. Und da war dann plötzlich dieses Gefühl der Trombuschs vorhanden. Man sah die Außenrestauration von der L'Auberge. Man sah den Hof, man wusste, da hat sich das und das abgespielt. Warst du bei einem vorherigen Fantreffen dabei, wo sie noch betreten werden konnte? Ja, ich bin schon 10 Jahre, seit 10 Jahren komme ich schon, ja.
Und du konntest sie früher betreten? Ja, ich habe sie früher betreten. Und wie war das für dich? Weil das ist doch das Highlight eines Fanstreffens. Absolut, absolut. Also man hat erwartet, jeden Moment käme Witter oder Ludwig aus der Türe und würde einen begrüßen. Und ja, absolut. Ja. Schön. Das ist natürlich der magische, heilige Ort überhaupt für Drombusch-Fans oder für uns Drombusch-Fans. Es war ja mal geplant gewesen, hier ein kleines Lokal zu eröffnen. Aber die Auflagen von der Stadt waren so hoch gewesen und so immens kostenintensiv, dass man das dann schnell sein lassen hat, weil man ja auch nicht wusste, was passiert nachher, wenn hier irgendwas gebaut wird, ja, und Kosten in der Hand genommen hat. Und nachher kommt denn ja keiner. Ja, der Verfall ist natürlich schon sehr traurig. Das fühlt sich an, als ob sie wirklich damals abgebrannt ist. Ist sehr traurig, aber ist auch irgendwie schön, mal hier sein zu können, weil das ist halt auch ein Stück Kindheitserinnerung. Wir stehen hier vom Maritim Hotel, in dem auch mehrere Szenen gedreht wurden von der Darmstädter Serie Diese Drombuschs. Und wir machen hier mehrere Interviews mit Fans oder auch mit Schauspielern und gehen jetzt rein und werden dann mal anfangen, Hans-Peter Korff, wenn es möglich ist, zu interviewen. Hallo Herr Korff, es ist uns eine Ehre, Sie heute hier zu sehen. Und eine Frage von allen: Wie empfanden Sie die Rolle des Sigi Drombusch? Wen? Die Rolle? Ja. Bin ich die die Figur des Sigi Drombusch. Ja, das ist ein nicht sehr starker Typ, der hat eine sehr starke Frau. Diese Kombination ist aufgegangen und Ich habe mich ja mal nicht im Sinne des Autors mal über die Figur geäußert, in einem Interview, das ist eine kleinbürgerliche, spießige Arschgeige. Und so habe ich ihn auch gespielt, aber sehr ernsthaft. Ich habe ihn nie denunziert, habe mich nie über ihn erhoben. Was ist denn der Hans-Peter? Ein ausgesprochen sensibler, aber sehr komödiantischer Mensch. Aber ein sehr ernsthafter Mensch. Also selbst wenn er den Heini spielt, den Briefträger dass er da gemacht hat, Uhlenbusch, er hat immer, schwingt in seinem Spiel eine leise Tragik und Tiefe mit. Also er ist nie schenkelklopfend komisch, das kann er gar nicht, will er auch nicht. Ein super Treffen, kriegt man den nochmal zu sehen, den Film? Ja, bei YouTube. Ah ja. Ja, um die Gage zu definieren, heißt es, also für 1,5 Jahre Arbeit gab es ungefähr 180.000 D-Mark. D-Mark, das wären 90.000 Euro im heutigen Sinne, für 1,5 Jahre Arbeit. Also insofern, wenn man das vergleicht, lächerlich, aber man muss den Wert der D-Mark natürlich auch berechnen, weil 180.000 D-Mark waren für ein Jahr schon verhältnismäßig viel Geld. Das war wirklich brillant, also ein gelungener Abend. Und Marco hat ja wie immer wieder alles fantastisch gemacht. Wie empfindest du das? Ich finde das jedes Mal Wahnsinn. Ich finde es Wahnsinn, dass ihm nach so vielen Jahren immer wieder auch noch was Neues einfällt. Immer eine neue Idee, immer einen neuen Programmpunkt, immer neue Infos, die er irgendwo ergattert hat. Finde es jedes Mal toll. Also es ist immer wieder wunderschön, es kommt immer wieder was Neues, immer wieder was Interessantes. Gestern hatten wir das Highlight mit dem Hans-Peter Korff und seiner Gattin. Es ist immer wieder ein Erlebnis und ich freue mich jedes Jahr und tolle Freunde. Ja, einfach so. Das Drombusch-Treffen ist ja schon ein Phänomen. Wie ist das für Sie nach all den Jahren? Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt, glaube ich, zum 8. Mal hier und es ist immer wieder ein Highlight. Es ist immer wieder schön, da zu sein. Es ist manchmal, ja, es sind immer wieder unterschiedliche Menschen da, auch von den Schauspielern. Und das freut mich auch, so wieder alte Gesichter zu sehen, wie heute Gerd Andresen, den ich ja schon bald 40 Jahre nicht mehr gesehen habe. Und das freut mich immer wieder, euch, also die ganzen Leute zu sehen. Und freue mich
aufs nächste Mal. Das Treffen neigt sich dem Ende. Wie geht's dir? Naja, ist anstrengend. Ist so eine Mischung aus endlich mal entspannen, endlich mal wieder ausschlafen und auch natürlich auch schon so eine gewisse, ich nenne das immer Cron Blues. Also wenn man auf einer Veranstaltung ist und fährt dann weg, dann ist so eine Mischung aus Übermüdung, aber vor allem auch so, ja, die Leute fehlen einem natürlich. Man steht natürlich 3 Tage wahnsinnig unter Strom, also ich schlafe kaum und man ist ständig am Gucken, ob alles funktioniert und hat im Hinterkopf das muss man nochmal, das strengt echt an. Aber es macht auch einfach Spaß und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Darf ich Ihnen zum Abschluss oder darf ich du sagen, noch ein paar Fragen stellen? Ja, wenn du mir erstmal einen Kaffee rauslässt. Sehr gerne. Milchkaffee? Ich bin so untechnisch. Ich kann das. Ja. Was soll es denn sein? Latte Macchiato, Milchkaffee, Cappuccino. Cappuccino, bitte. Sehr gerne. Ja. Wie hat Ihnen das Fan-Treffen gefallen? Das hat mir unheimlich gut gefallen. Ja. Wir waren so froh, Sie hier zu haben, die markante Stimme. Ja, man tut, was man kann. Das ist schon sehr viel. Nun neigt sich das Treffen dem Ende. Ja. Haben Sie vor, sehen wir Sie im nächsten Jahr wieder? Ich bin ziemlich sicher, dass Sie mich wiedersehen, ja. Weil Sie haben so einen bleibenden Eindruck, Sie persönlich hinterlassen. Allein deswegen schon wiederkommen muss. Ja, ich komme wieder. Wir Fans freuen uns sehr. Ja. Das war uns eine große Ehre, auch das Zusammentreffen mit Ihnen und dem Sigi zu sehen. Ja, das war... Mir sind fast die Tränen gekommen. Mir auch. Ja, ich will. Gut. Ist da noch an, der Apparat? Ja. Gut. Okay. So. Ich möchte nochmal betonen, auch wenn meiner Frau das ein wenig peinlich sein sollte. Das ist die wunderbarste, guck mal, was sie da macht. Der wunderbarste Mensch, der mir je begegnet ist auf dieser Welt. Du sagst, dass ich eine gute Schauspielerin bin. Ich lässt hier keine Sau hören. Dieses Geblubber. Hallo. Ich liebe meine Frau. Ist eine wunderbare Künstlerin. Frau Ludewig, was ist los? Also. Du kannst ja immer wieder löschen, wir können das genau, ja testen. Ne? Ja, genau. Also, wir stehen hier vor dem Maritim Hotel. In diesem Hotel findet schon das 12. Fan-Treffen statt. Und das ist... Ach, mach mal weg. Was ist das Wetter vorher? Wir machen eine kleine Pause, um... Michael, wir fällt nicht mehr ein. Nee, dreh ab. Cut. Findet. Du bist gemein, hat doch einen hochgemacht. Und drinnen spielt sich einige Szenen ab. Und zwar ist da eine Programmstunde im Moment. Es werden Bilder gemacht. Die Fans bestürmen die Schauspieler und begatten den Regisseur. 2019 ist das 12. Cut! Jetzt gehen wir einfach mal rein ins Maritim Hotel und schauen einfach mal, was da los ist. Warum? Auf geht's! Nach 11 Jahren, dass heute er Berlin sich endlich bereit erklärt hat, hier mal herzukommen, ja. Um gewürdigt und geehrt zu werden. Weil ich gesagt habe, kurz vor deinem Ableben sollte man sich noch mal treffen. Ja. Das ist ja bald. So, bitte. Hallo meine lieben Fans, wir stehen hier vom Maritim Hotel 2019, das 20.